So, es ist wieder soweit. Die Musik ist relativ laut, deswegen meist kurz und knackig. Der Fliegercup startet und somit die Volleyball-Bundesliga. Und ich nehme euch natürlich wieder mit. Die Spieler sind sich hier schon fleißig am Einspielen. Und 3 Tage Volleyball, erstes Spiel gegen Netzhoppers. Wenn wir es gewinnen, danach gegen Lüneburg. Ich gehe davon aus und ich hoffe natürlich, dass wir es gewinnen, dass wir diesmal in den Top 8 sind. Und ich habe richtig Bock, weil es geht wieder los. Viel Spaß im Video. Rodriguez Perez, er hat ihn. Er hat ihn mit dem Ass zum 30-28. So ein Spiel ist gar nicht schlecht, um reinzukommen. Weil Cabello ist echt nicht schlecht, aber man hat schon gemerkt, dass wir so ein bisschen wackeln. So, geht Schlag auf Schlag, Spiel 2, wir haben das erste gewonnen. Die Halle ist nicht so geil. Das ist halt die Ausweichhalle, quasi die Zweithalle. Ich würde fast Wetten abschließen, dass da jemand den Ausschlag gegen die Decke wirft. Also beim Anwurf. Aber was soll's. Lüneburg ist auf jeden Fall schwerer als erstes Spiel. Wir spielen jetzt auch Best of 5. Aber mal schauen, wie es wird. Hier ist Scouting Setup, da ist mein Laptop, da ist die Kamera wie immer. Hoffen wir mal das Beste. Und das ist jetzt quasi Viertelfinale. Das heißt, wenn wir es gewinnen, sind wir im Halbfinale in Top 4. Ansonsten halt Platz 5 bis 8. Aber ich gehe da positiv rein, dass wir da was mitnehmen können. Die Energy ist gut im Team. Ich hab Bock drauf. So, die Fans von Lüneburg sind auf jeden Fall da und auch laut. Spiel Nummer 2, quasi Viertelfinale. Jetzt dann noch hier raus geht. Ich habe mich verletzt, weil wir eh nicht genug mitten haben, die schon verletzt sind. Kacke. 23, 22 ist noch alles drin. Aber auch schwer. So geil, jetzt wird der Yannick einfach gegen Doppelblock durchgesetzt. 23, weiter. Kacke, wenn wir den holen, dann. Mit zwei 16-jährigen Mitteln. Schade. Auszeit war dran. Also, Bob Challenge auf Nicht-Touch. Bisher sind wir, glaube ich, 0-5 in Challenges. Aber wenn der Schiri Touch callt und die Spieler sagen, sie waren nicht dran,
dann muss eigentlich so sein. Muss halt eindeutig auflösbar sein. Und was sagen Sie? Nicht auflösbar. So eine Kacke, ey. Also George ist, glaube ich, nicht schwer verletzt. Kann es noch bewegen, ist nicht fest angeschwollen. Naja, 3-0 verloren. Yannick hat sich gut gemacht. Aber morgen dann halt um Platz 5 bis 8. Wir gehen jetzt gerade zum Bus, der steht da hinter dem Blauen. Naja, also semi erfolgreich, wenigstens Top 8. Und morgen 13:30 geht dann das quasi unterüber Kreuzspiel weiter. Und dann schauen wir, ob wir Platz 5 spielen oder Platz 7. Ja, mal schauen. Wir sehen uns morgen. Ciao. Man sieht uns eh nicht. Eben. Wie los ist denn? Wie du siehst du nicht. Wieso sehen Sie gar nichts? Sehen Sie gar nichts, es ist 21.49 Uhr. Und wir sind gerade hier im Stockdunkeln auf dem Weg mit einer Essenstüte und einer Strandtüte und dürfen jetzt die Trikots waschen von den ganzen Spielern. Lecker! Ich wollte gerade riechen, aber ich habe mich dagegen entschieden. Lass es bitte einfach. Es wollten aber nicht alle waschen. Nein! Finde ich auch irgendwie. Weiß ich nicht. Wir waren jetzt da hinten. Die hatte zu, weil es schon 22 Uhr ist. Also 21.58 Uhr, als wir angekommen sind oder so. Und dann hinterher hat uns darauf hingewiesen, ja, dass doch. Weil da haben wir gar nicht dran gedacht. Und dann haben wir gegoogelt und es hat gesagt, da hinten so 20 Minuten Fußweg ungefähr, dann sind wir in 12 Minuten ungefähr gelaufen, dass da doch eine ist, die bis 23 Uhr offen hat. Hat auch Google Maps gesagt, aber. Die hat anscheinend nur bis 22 Uhr offen, dass man die Sachen reintun kann und bezahlen kann und bis 23 Uhr abholen kann. Um 22.05 Uhr waren wir da und jetzt gehen wir wieder ins Hotel zurück und hoffen, dass wir da die Sachen waschen können. Und wenn nicht, brauchen wir halt einen Plan D mittlerweile. Ja, genau. Also Tipp, glaub nicht den Öffnungszeiten auf Google Maps. Falls ihr jemals in einen Waschsalon geht, ich war in meinem Leben noch nie in einem Waschsalon und werde auch nie wieder hingehen nach dieser Erfahrung. Ich habe jetzt ein Waschsalon-Trauma. Eine Stunde meines Lebens verschwendet. Aber wenigstens Content produziert. Update. Wir hatten jetzt Plan D, hier zu waschen. Das geht aber nicht. Deswegen haben wir es jetzt ins Zimmer getan von der Jana. Und morgen um 8 bringt sie es dann rüber in den Waschsalon. Und dann wird es hoffentlich gewaschen, weil wir spielen erst um 13:30 Uhr. Und bis dahin soll es ja hoffentlich trocken sein. Bis morgen. So, ich habe gesehen, die Jana war schon beim Trikots waschen, weil die hängen hier alle ganz fleißig. Und jetzt geht's zum Frühstück. Und wir spielen um, wann spielen wir? 13:30 Uhr, perfekt. Gegen Karlsruhe. Nochmal kurz in die Kommentare. Findet ihr dieses Trikot genauso geil wie ich? Trikots die Saison sind schon richtig geil. Ja, ab zum Frühstück, aber wir sehen uns in der Halle. So, perfekt, Challenge nach 3 Punkten. Also beim 4. Punkt, das heißt, ich habe jetzt kurz Zeit. 3 Gewinnsätze, wenn wir gewinnen, spielen wir morgen in Hildesheim. Das heißt, wieder in der geilen Halle. Yeah. Oh, nicht drin. Okay, Challenge war geil. Naja, weiter geht's. Das ist auch geil, Karlsruhe spielt eh schon mit 3 Außen, das heißt, 4 nimmt mit an. Und jetzt haben sie auch noch den Außen ausgewechselt, den zweiten Libero. Also er hat nur nicht das richtige Trikot dabei, also schwarz, deswegen muss er ein Rot spielen. Seht ihr hier auch. Und wir haben die nächste Challenge. Ball war am Boden, hat zumindest der Schiri gemeint. Herrsching hat gesagt, nö. Schauen wir. Dauert lange die Challenge. Okay, war wohl. Das hat sich jetzt fast gelohnt. Hat 5 Minuten Challenge oder 4 Minuten. Tiebreak, ladies and gentlemen. War jetzt zwar ultra wichtige Big Points von Philipp. Jetzt haben wir immer noch 3 Matchbälle. Mein Call ist auch schlecht, Fehler. Trainer hat gesagt, er soll Risiko gehen. Ja. Ein Vorschlag, perfekte Annahme. Zwei noch. Perfekt. So, jetzt ist hier Social Media. Wir haben es gefunden. Hallo.
Tag Nummer 3, Spiel Nummer 4. Spieler machen sich gerade warm. In einer halben Stunde geht's los. Spiel um Platz 5 gegen Düren. Keine Ahnung, ob beide Teams mit voller Kapelle spielen. Ja. Wir werden sehen. Hoffentlich dauert es nicht zu lang, dass wir wieder los können, weil man fährt doch relativ weit von Hildesheim wieder nach München. 12 Uhr Spielbeginn, eine halbe Stunde geht's los. Bin mal gespannt. Ja, ein Satz mit X, aber wir haben ja auch wild durchgewechselt. Ist auch in Ordnung oder vorhersehbar, dass wir das nicht gewinnen. Also war jetzt nicht der Weltuntergang. Natürlich wäre 5. Platz cooler gewesen als 6. Was denn hier vom 1,5 Grad Liga Cup? Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.